großes Jubiläumswochenende sein. Notieren Sie sich bitte den Samstag, 8. Juli, direkt also im Anschluss an die Hamburger Derbywoche. Dann Samstag, Sonntag, ein Doppelrenntag hier auf der Neuen Bult. Es geht Samstag los mit einem Renntag unter dem Motto Brunch and Races von 11 Uhr bis 14.30 Uhr. Und am Sonntag dann darauf, einen Tag später, am 9. Juli dann ab 12 Uhr, der große Jubiläumsrenntag, 150 Jahre Hannoverscher Rennverein mit großem FFN Kinderfest. Also notieren Sie sich schon einmal dieses Wochenende in Ihrem Kalender. Und wir notieren uns jetzt, dass die Pferde alle startklar sind und sich die Boxen öffnen zum 9. und letzten Rennen des heutigen Tages, dem Union Investment 5-Sterne-Preis an der 2400-Meter-Marke. Dabadian in der Bahnmitte gleich in vorderster Linie. Dabadian führt das Feld an. Dahinter sieht man dann an der Außenseite Hot Like Mexico und ganz an der Innenseite Tigerin. So kommt das Feld das erste Mal die Gerade heraufgaloppiert. Hot Like Mexico an der Spitze mit Dabadian innen an den Rails, dahinter dann die Gruppe mit Tigerin, mit Dinwa, dahinter sieht man dann Showbiz mit Scheinmoon und El Florenz am Ende des Feldes. So geht es jetzt noch einmal herum, Hot Like Mexico an der Spitze, dahinter an der Innenseite Dabadian, vor außen Dinwa, dann Tigerin mit Showbiz, Scheinmoon und am Ende des Feldes El Florenz. So wird der erste Bogen angesteuert, Hot Like Mexico zeigt weiterhin den Weg vor Dabadian in zweiter Position, drittes Pferd ist dann Dinwa, dahinter sieht man dann Tigerin mit Scheinmoon, der aufrücken kann, dann Showbiz und am Ende des Feldes El Florenz. Die Pferde jetzt in der Gegenseite, Hot Like Mexico marschiert vorneweg mit zwei Längen etwa, dahinter dann Dinwa vor Dabadian an der Innenseite, dahinter sieht man dann die Gruppe mit Scheinmoon, der sich weiter verbessern kann und Showbiz, dann Tigerin, die ein bisschen an Boden verloren hat und El Florenz am Ende des Feldes. Unterhalb des Vizeblicks, jetzt sind es noch etwa 1200 Meter, Hot Like Mexico weiterhin an der Spitze. Dabadian bleibt in zweiter Position. Den war außen dicht auf. Weiter an der Innenseite sieht man Scheinmoon. Dahinter dann Showbiz. Tigerin lässt sich anfassen und El Florenz mit der roten Laterne. Die Pferde sind im Schlussbogen angelangt. Unter der Führung von Hot Like Mexico geht es auf den Scheitelpunkt zu. Dahinter an der Außenseite dann dicht auf Scheinmoon. Den war es mit dabei im Schlepptau von Scheinmoon. Und dahinter, da lässt jetzt ein bisschen Dabadian nach, verliert an Boden, Showbiz wird aber in die Partie gebracht und so geht es um den letzten Knick, Hot Like Mexico weiterhin vorne, Dinwa und Scheinmoon sind die Verfolger und ganz an der Innenseite El Florenz auf dem kürzesten Weg, Dinwa ist vorne mit Hot Like Mexico, Hot Like Mexico im Vorteil vor Dinwa, an die Außenseite Scheinmoon, dahinter kommt jetzt auch Showbiz angeflogen. An der Spitze ist aber an der Außenseite Hot Like Mexico. Jetzt kommt aber Showbiz frei an der Innenseite. El Florenz an der Spitze. Hot Like Mexico mit Showbiz. Hot Like Mexico ist vorne. El Florenz kommt an der Innenseite. Hot Like Mexico. Hot Like Mexico vor El Florenz schreckt sich. Hot Like Mexico. Und Hot Like Mexico kommt hier nach Hause vor El Florenz. Und dahinter dann Showbiz. Das ist natürlich kein Wunder, dass man sich hier verschluckt, dass einem die Spucke wegbleibt. Dann Dinwa mit Scheinmoon. Und dahinter dann Tigerin. Der vorläufige Einlauf im 9. und letzten Rennen des Tages, den Union Investment 5-Sterne-Preis lautet 1-4-5. Das sind die Pferde 1 Hot Like Mexico, 4 El Florenz und 5 Showbiz.
Und auf dem Gelände, da sehen wir den vorläufigen Sieger. Ja, der war zuletzt im vergangenen Jahr in Bad Harzburg erfolgreich. Wenn ich mich recht entsinne, kommt immer nur sporadisch an den Ablauf und kommt hier heute zu seinem ersten Saisonerfolg. Die Rede ist von Hot Like Mexico, ein sechsjähriger Adlerflug.